How are you doing today? Excuse me, boss, you've got 30 seconds. How are you, mate? Not bad. What's your name? I'm Harry. Harry, oh, Harry, yeah. Nice to meet you. Safe the Children Teams kommen bei den Kunden sehr gut an, weil es einerseits etwas für die Kinder gibt, mit denen sie sich beschäftigen können und ganz, ganz praktisch erfahren, wie ist es, Kinder in der dritten Welt zu sein, also Bastelaktion oder Malaktion. Und in der Zeit können Erwachsene dann auch viel Hintergrundwissen über die Projekte erfahren. Die ganz kleinen Kunden freuen sich natürlich immer ganz besonders natürlich über die Luftballons und die Erwachsenen sind sehr interessiert an, an dem Thema Projekte. Wo gehen die Spendengelder eigentlich hin? Was passiert damit? Ja, und das bringt Freude dem Kunden als auch uns IKEA-Mitarbeitern. IKEA und Save the Children passen ganz wunderbar zusammen. Kinder sind die wichtigsten Menschen dieser Welt. Das haben auch wir in unserer Firmenphilosophie mitverankert. Und deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass IKEA Save the Children unterstützt. Save the Children has been a global partner with IKEA for some 12, 13 years now. So working together globally, my role has been in getting involved with the team in Melbourne to try and encourage ways for Save the Children to come to our premises, to the stores, to meet our customers in a really great way. You know, it's great to showcase that, for them to understand when they're here that there is a partnership and a relationship based on mutual values between Save the Children and IKEA.